Jo, meine Freunde, was geht? Den kennen viele von euch, das ist ein Markt. Wir gucken jetzt von Kanzlei WBS übrigens hier das mit dem Rennen von Fritz Meinecke und so. Hat der sein Auto eigentlich wieder? Weiß man da schon was? Heute ist ja Montag, ne? Duisburger YouTuber und Urban Explorer, wie er sich selbst nennt. Er lässt seine Fans an vielen Abenteuern teilhaben, so auch bei dem neuesten Abenteuer, das er in Köln erlebt hat. Da wirft ihm nämlich jetzt die Polizei ein illegales Straßenrennen vor und beschlagnahmt sofort sein Auto, sein Handy und auch noch seinen Führerschein. Habe ich heute bei 3D gesagt, okay, dann spielen wir heute bei 3D, dann spielen wir morgen Mario. Die Schilderung der Polizei weicht allerdings ziemlich von der Schilderung von Fritz Meinecke ab, sodass wir uns das Ganze hier mal näher anschauen wollen und auch checken wollen, wer hat recht und was geile droht Zunge, Fritz Digga. Meinecke jetzt, nachdem die Polizei ihn so dingfest gemacht hat. Also, weil ich feiere das einfach, dass er die ganze Zeit Stone Island trägt, irgendwie voll geil. Dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke, und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Und heute geht es mal um das Verkehrsrecht, und zwar aus aktuellem Anlass. Aktueller Anlass, weil ein Video von Fritz Meinecke, der mit seinem Kumpel Martin in Köln unterwegs war, zeigt, wie er von der Polizei angehalten wird und die Polizei der Meinung ist, er habe hier ein illegales Autorennen begangen. Die Schilderung von Meinecke sieht allerdings so aus, dass er sagt, ich war abends in der für mich fremden Stadt Köln mit einem Navi unterwegs. Ich befinde mich auf der linken Spur, sehe zu spät, dass schon ich in 50 Meter rechts abbiegen muss. Da ich aber gerade an einer roten Ampel stehe, entscheide ich mich vorm Anfahren nochmal aufs Gaspedal zu drücken, um mich dann rechts einzuordnen. Der Fahrer neben ihm merkt es dann, also erst noch, als es grün wird, und dann bremst er ab und lässt ihn passieren. Und da geht schon das Blaulicht an, weil die Polizei sagt, ihr beiden habt euch eine Battle geliefert und er wollte an dem anderen vorbei rasen. Und das Ganze wird auch dargestellt eben in einem Video, was auf YouTube gerade ganz gut abgeht. Und wir wollen uns das mal hier anschauen und dann auch nachher bewerten, was war dran an diesem illegalen Straßenrennen. Also schauen wir erstmal an, wie der Fritz hier die Situation entsprechend beschreibt. Guten Tag. Guten Tag. Von der Polizei. Fahrzeugschein, Führerschein brauche ich und von dem Beifahrer auch einen Ausweis. Ja. An der Seite ist kein Kuchen, der vorne ist sehr schade. Vorwerfen. Sie haben beide gerade an der Ampel gewartet, auf die Grünphase und dann gegenseitig hochbeschleunigt. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen stellt das dar. Es ist eine Straftat abgesehen nach § 315 Boden. Vor allem, wie selbstsicher der ist, aber auch, sag ich dir, ne? Ich sag dir erstmal, was Sache ist, mein Freund. So kommst du mir nicht davon. Müsste sich nicht so äußern. Also, 315 Dora, 315 D also im Strafgesetzbuch. Da wir hier ein bisschen mehr Zeit haben als der Fritz vor Ort, gucken wir doch mal rein. Das ist eine relativ neue Norm und da steht Folgendes drin. Ja, jetzt bin ich hier verschoben und drauf, aber gut. Wer im Straßenverkehr, ich lese es. Jetzt bin ich verschoben und drauf. Redest du gerade von mir am Wochenende oder? Ja, ich ändere die Cam. Eigentlich ist das meine Seite, aber okay. Naja. Euch vor, ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeug ausrichtet oder durchführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Also, Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe. Ziemlich heftige Norm, die hier für den Fritz Meinecke greifen würde, wenn man das Ganze nachweisen kann. Jetzt überlegen wir uns mal, was der Polizist gesagt hat. Er sagt, standen zwei Leute an der Ampel und haben gegenseitig hochbeschleunigt. Kann das schon ausreichen für ein illegales Straßenrennen? So hat es der Polizist ja letztlich gesagt. Jetzt muss man sagen, dieser neue 315D, den gibt es erst seit 2017. Nachdem es einige Todesfälle gab nach Straßenrennen, hat man den eingeführt. Ihr wisst, dass teilweise ja sogar gesagt worden ist, Raser können wie Mörder verurteilt werden. Da das aber in vielen Fällen nicht der Fall ist, es kam eben der 315D Strafgesetzbuch ins Spiel und wurde vom Bundestag entsprechend verabschiedet. Und der umfasst nahezu alles, was man unter Straßenrennen fassen kann. Da geht es also um Rennen, wo mehrere beteiligt sind. Es geht um 1:1 Rennen, also einer gegen den anderen. Es geht um Rennen mit der Polizei, wenn man der Polizei davon fährt. Es sind sogar Rennen mit sich selbst erfasst, wenn nur ein einziger damit befasst ist. Ach, das gibt's, Leute.
Und die Arten... Ja, ich fahre einfach mal gegen mich selber und ich habe gewonnen. ...sind Beschleunigungsrennen vor Ampeln, gegen sich selbst, gegen die Zeit, gegeneinander fahren auf längere Strecke und so fort. Also wirklich, wirklich breit. Wenn man jetzt unterstellt, dass es passiert, zwei lassen hochjaulen, geben noch Gas an der Ampel, der andere schießt dann vorne weg, der rechte bremst ab und der andere schießt drüber und saust dran vorbei, dann muss man erstmal objektiv sagen, ja, dann kann selbst so eine kurze Sequenz ein illegales Straßenrennen darstellen. Theoretisch wäre das möglich, weil man dann wollte, also das erstmal objektiv so. Und jetzt, das ist die objektive Seite, also von außen. Hey, ich bin jetzt ist es aber so, dass die Straftatbestände in Deutschland auch immer noch eine subjektive Komponente haben. Da geht es also darum, was will ich eigentlich? Und da ist jetzt die Frage, was sind die Umstände der Tat und vor allen Dingen, wollte Fritz Meinecke hier die Tat? Wollte der sich an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen in irgendeiner Art und Weise beteiligen? Naja, letztlich haben wir ja von ihm die Darstellung gehört, er wollte sich nur an einem Überholvorgang beteiligen. Das heißt, er wollte nur schnell vorbeiziehen und dann eben sich einordnen. Es ging nicht um das Messen 1:1. Er hatte in dieser für ihn fremden Stadt Köln gesehen, Mist, ich bin auf der falschen Spur, wollte vorbeisausen, rechts rein. Also da würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Wenn er das nachweisen kann, kommen wir gleich drauf, wer hier was beweisen muss, eher nicht, dass er dort einen Tatvorsatz hatte. Dann sind Polizisten gefilmt worden, das habt ihr gesehen, aber die waren jetzt nicht zu sehen. Die Frage ist, darf man überhaupt Polizisten filmen? Und das mag euch überraschen, ja, man darf Polizisten im Einsatz filmen. Das ist grundsätzlich... Ja, aber Flairs Freundin darf das nicht, oder was? Erst einmal zulässig und verletzt nicht die Persönlichkeitsrechte des Polizisten. Wichtig ist, dass das Ganze nicht zu einer Störung der Maßnahme des Polizisten führen darf und dass man das Gefilmte dann nicht ohne weiteres hochlädt. Dann könnte es zu einer Persönlichkeitsrechtsverletzung des Polizisten kommen. Aber das Filmen selbst ist erstmal möglich. Wenn es allerdings dann zu einem Disput kommt mit der Polizei und unklar ist, wer hat hier was gesagt, dann kann man in letzter Konsequenz aus journalistischen Zwecken auch darüber nachdenken, das hochzuladen, aber das muss man wirklich vorher dann abklären lassen. Aber das Filmen an sich war erst einmal noch nicht das Problem. Ich meine vor allem, aber wie ist das denn eigentlich? Nehmen wir mal nicht, will jetzt die Polizei filmen bei irgendwas und die sagen so, mach aus. Und ich sage, nein, ich darf und dann, keine Ahnung, nehme ich halt fest oder bedingen halt weiter darauf, dass ich halt ausmache. Kann ich die dann anzeigen oder so? Oder habe ich irgendeine Möglichkeit, dagegen vorzugehen? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Ist ja eigentlich bitte, ja, können sie nicht, ja, aber machen die einfach so und dann? So, wir gehen weiter in den Geschehnissen und da erzählt Fritz Meinecke dann mittlerweile schon. Einfach weitermachen, einfach sagen, du Fanboy, machst hier einen U-Turn? Hotelzimmer in Köln, wie es dann weitergegangen ist. Und da schauen wir jetzt auch mal ganz kurz rein. Einbehalten, Auto wird konfisziert als Tatmittel. Und die Handys der beiden Fahrer sind abzugeben. Und in dem Moment war so, hä, Digga? Ich dachte mir so, ja, hä, verarsch mich doch nicht, übertreib doch jetzt nicht. Also, hä? Ich hab dann gesagt, Bruder. Dieser weibliche Polizisten, die dann so da steht, so Flair hochguckt, ich bin kein Schwanz. Okay. Ja, also, Auto weg, Führerschein weg, Handy weg. Ach, gucken wir uns auch mal an. Ich feier Flair, Mann. Geht das so einfach klar? Er fühlt sich natürlich ein bisschen verarscht. Aber es natürlich nicht klar geht und so, er beleidigt Polizisten nicht, aber es ist schon lustig, damit anzusehen. Richtig geht. Dann bei Flair gewesen. Wie rede ich mich jetzt am besten raus? Das ist ja hier unsere Aufgabe, so ein klein bisschen. Ja, Auto 315d Strafgesetzbuch ist natürlich das Tatfahrzeug eines illegalen Straßenrennens und wenn ein Tatverdacht besteht, dann kann das Auto beschlagnahmt werden. Im schlimmsten Fall kann es sogar eingezogen werden. Beim Einzug wäre es dann weg, dann gehört es dann nachher dem Staat, ja, und kann versteigert werden. Soweit ist aber hier noch nicht gekommen. Warte, was? Beschlagnahmt werden. Im schlimmsten Fall kann es sogar eingezogen werden. Beim Einzug wäre es dann weg, dann gehört es dann nachher dem Staat, ja, und kann versteigert werden. Alles klar. Soweit ist aber hier noch nicht gekommen. Keine Verurteilung, aber erstmal kann es beschlagnahmt werden, wenn ein solcher Tatverdacht hier besteht. Und dann der Führer. Bro, Digga, ich sehe doch an der Seite bei mir, dass mein Mikrofon nicht gemutet ist.
Es ist ja einfach dumm, er hat das jetzt wirklich halt 3 Minuten reingespammt hier, dafür jetzt gesperrt zu werden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, den darf die Polizei auch einsacken, zumindest vorläufig einziehen, sogar vor einem möglichen Prozess, und zwar immer dann nach 111a der Strafprozessordnung, wenn dringende Gründe für eine vollständige Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegen. Also muss man sich fragen, glaubt die Polizei, dass dem Fritz Meinecke wohl der Führerschein entzogen wird, dann darf sie ihn ja schon mal vorläufig einziehen. Ja, sie sagen, er ist nicht geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, denn verbotene Kraftfahrzeugrennen sind ja nach § 69 Strafprozessordnung dafür geeignet, dass man eben ungeeignet ist zum Führen eines Fahrzeugs. Also nach 69 Absatz 2 Strafprozessordnung gilt der Täter eines verbotenen Kraftfahrzeugs als ungeeignet, ein Fahrzeug zu führen. Er wird dann den Führerschein verlieren und deswegen kann man ihn jetzt schon mal vorläufig wegnehmen. Dann sagt er uns noch, dass die Polizei sein Handy eingesackt hat. Klingt auch ein bisschen danke, kurios. Danke, Zwiebackgesicht, für den Haus mit 110 Leuten. Vielen lieben Dank. Machen Ehre. Auf richterliche Anordnung oder bei Gefahr in Verzug könnte es auch die Polizei, aber nur dann, wenn es als Beweismittel nachher benötigt wird. Ja, und das muss man natürlich hier sagen, ob das Handy hier wirklich benötigt wird, ist fraglich, es sei denn, die Polizei sagt, naja, vielleicht ist da gefilmt worden mit dem Handy. Das könnte tatsächlich irgendwelche Anhaltspunkte dafür da. Ja, die, dann zumindest, die haben ja das Handy einfach durchgeguckt, direkt da. Sein, dass irgendwie man sich da vorher hochgesteigert hat, ist da sogar ein... Ja, stell dir mal vor, du erbietest dann echt so dein eigenes Auto wieder. Video ja. Vielleicht schon so gibt, wo er sagt, schon geiles hey, Video. Komm, lass uns den hier an der Ampel versäbeln. Gut, und jetzt ist aber das Problem, der Fritz Meinecke, der hängt jetzt in Köln im Hotel, auf dem Hotelzimmer und will aber nach Magdeburg. Und das ist natürlich blöde ohne Auto. Und da gucken wir jetzt auch mal rein. Und da ihr mir letztes Mal gesagt habt, warum ist das vertuckt hier, dann tucke ich jetzt mal eben. Naja, geht so, ne? Da gucken wir uns jetzt mal, wie kommt er jetzt aus Köln wieder nach Magdeburg. Wie ist denn jetzt überhaupt der Plan? Was ist denn jetzt hier Phase? Da meinte er, naja... Ja, krank, er hat sich einfach jeden Timestamp in einem eigenen Tab reingepackt, feier ich. Das geht jetzt in einem Eilverfahren? Glaub ja, ich. In 3 Tagen hat er weil, gesagt. Genau, weil die konfisziert haben, müssen die das ziemlich schnell machen. Eilverfahren, und er meinte, ich kriege am Montag Bescheid, wie es jetzt weitergeht. Ob das überhaupt? Ich sag mal so, wir haben jetzt Samstagabend Nacht, morgen ist Sonntag. Also ich rechne eigentlich nicht vor Mittwoch. Ja. Und ich bin jetzt halt am Hin und Her überlegen, bleibe ich jetzt so lange hier in Köln bis Dienstag, Mittwoch, um dann... Wie machen die das dann bei geleasten Autos? Na, ich schätze mal, bei geleasten Autos bekommt halt der Hersteller das Auto zurück, ne? Eventuell, das weiß ich ja noch nicht, mein Führerschein-Auto wiederzukriegen, oder... Oder, nimm du jetzt einen Mietwagen, oh, ne, geht ja nicht, er hat keinen Führerschein, muss er mit dem Bus, mit dem Zug nach Magdeburg zurückfahren. Also, ja, das ist, er spricht das Alpha-Fahren hier an, das ist erstmal sinnvoll, hier geht es also darum, dass... Ja, also die Leasingfirma. Keine Ahnung, ich habe ja ein Audi und ich habe den auch von Audi. Also. Eine umgehende gerichtliche Entscheidung herbeiführt. Und ja, diese Entscheidung, da wird der Richter sagen, braucht man die Beweismittel noch? Braucht man das Tatwerkzeug noch, nämlich das Auto? Oder kann man das einbehalten oder gibt man es zurück? Das kann einige Tage dauern. Der Polizist sagt hier Montag, ja, kann knapp werden. Kann auch sein, dass der Richter erstmal noch hier sagt, das kann noch einige Wochen dauern, bis das alles geklärt ist. Gerade so eine Handy. Auswertung kann lange dauern. Und wenn das Handy haben die doch gar nicht, oder? Ich denke, das haben die behalten. Der Verdacht dafür spricht, dass das Ganze mit dem Auto begangen worden ist. Ja, kann es auch natürlich sein, dass er das Auto auch erstmal behält. Also, ich würde mir einen Zug nehmen und jetzt nach Hause fahren. Das kann nämlich noch eine ganze Weile so dauern. Und dann geht es noch um die Frage, wer muss hier eigentlich was beweisen? Aber Fritz Meinecke baut doch immer so geile Sachen. Kann er sich nicht so ein Fred Feuerstein-Auto bauen und dann einfach über die Autobahn zurückdüsen? Das wird hier angesprochen. Also, kurze Frage, wer muss denn jetzt welche Beweise? Muss ich meine Unschuld beweisen oder müssen Sie mir die Straftat, den Vorwurf zur Straftat machen? Da meinte er so, nachweisen. Sie müssen nachweisen. Dir nachweisen, dass du quasi... Daraufhin meinte er, nein, Sie müssen nicht Ihre Unschuld beweisen, ich muss diese Straftat quasi beweisen. Da meinte ich so, na dann beweisen Sie ja, das wäre auf der Kamera. Ich so, dann können wir uns das doch mal angucken. Ja, ging ja nicht. Ja, nee, das geht nicht. Ich so, na dann steht doch aber nichts im Raum. Doch, weil ich und meine Kollegin haben das ja gesehen. Und ich dann so, ja, okay, alles okay, kann ich verstehen. Dann können Sie mir einen Brief schreiben, dann können wir vor Gericht gehen, Anwalt, Richter, alles gut. Aber nur weil Sie ein Bauchgefühl haben, nehmen Sie mir jetzt mein Auto weg, meinen Führerschein weg und wollten mir erst noch mein Telefon wegnehmen. Guck, das haben die doch gar nicht. Okay, gemacht. Vielleicht haben sie es dann doch wieder gegen das Telefon, weil wollten erst wegnehmen, aber ja, hatten sie dann offenbar tatsächlich vor.
Also ganz pragmatisch natürlich, der Staat, ihr seid, es gilt die Unschuldsvermutung, der Staat muss euch die Schuld nachweisen. Das ist sozusagen das, was immer gilt. Und da hat der Polizist natürlich auch richtig aufgeklärt. Und ja, sie müssen das illegale Straßenrennen nachweisen und auch nachweisen, dass der Fritz hier so viel Gas geben wollte, dass das Ganze überhaupt ein Rennen wird. Jetzt hat aber seinen Kumpel Martin dabei gehabt und der... Martin. Kann im Zweifel nachweisen, dass man wirklich hier auf der falschen Spur unterwegs war und dass man nur eben kurz rüberziehen wollte. Da könnte das natürlich auch sehr schnell vorbei sein, das ganze Verfahren. Denn da muss man sagen, steht dann Aussage gegen Aussage und ein Richter wird dann die Aussagen werten. Und wenn das, was der Fritz Meinecke und sein Kumpel darlegen, plausibel erscheint, dann wird das Verfahren ziemlich zügig eingestellt werden. Dann hat der Polizist noch was gesagt, einen kuriosen Vergleich, der hier auch noch angesprochen wird, nämlich ihn mit einem Messerstecher verglichen. Und dann meint er so, ich kann Ihnen auch mal ein Beispiel machen. Das wäre so, als wenn wir einen Messerstecher... du eigentlich jeden Tag? 7.30 Uhr? Messerstecher auf frischer Tat ertappen... Ist die Polizeiaussage nicht mehr wert? Naja, es muss halt einfach plausibel erscheinen. Ne? Wenn du jetzt eine gute Ausrede hast, dann ist es höchstwahrscheinlich halt genauso viel wert. Gerade wenn du halt noch Zeugen dabei hast. Dann nehmen wir ihm auch das Messer weg, weil wir das gesehen haben. Und da habe ich ihn gefragt, ob er mich gerade ernsthaft diesen Fall eines Abbiegevorgangs mit einem Messer... Beim Madine. ...stecher und einem eventuell versuchten Mord... Digga, Alter. Das ist und ich dachte schon so, Digga... Alles klar, Freund und Helfer, danke dir. Also, der Vergleich des Polizisten ist vielleicht ein bisschen amüsant, aber der darf den Vergleich natürlich machen. Ja, er will damit ja sagen, warum kann man ein Tatwerkzeug einziehen? Also darum ging es nur. Der Fritz war ein bisschen geschockt, wie das alles hier so vonstatten geht und jetzt sollte dargestellt werden, nee, wir können als Polizei, wie man Messer als Tatwerkzeug einziehen kann, können wir auch ein Auto als Das ist aber keine 60 FPS. Also da muss ich sagen, Haken dran, das funktioniert und selbst solche Beispiele sollten es ja eigentlich nur verdeutlichen. Schauen wir nochmal ins nächste rein. Da geht es um einen möglichen Alkoholtest. Was trinkt das? Habe ich doch gemacht bei dem. Na, das ist doch krass, du hast gepustet, hast du diesen Spucktest auch gemacht? Ja, aber ich meine, auch, gut, dass du ja gesagt hast. Ja, komplett, warum? Ich habe ja auch nichts zu verbergen. Nein, alles gut. Aber das finde ich krass. So, das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe am Anfang erstmal nichts zu der Sache gesagt, ja, weil das einfach so ein Schutzmechanismus von mir ist, wenn erstmal jemand kommt mit einer Lampe und ja, Straftat und sie kriegen das und der Führerschein ist weg und bababababa. Und das Auto nehmen wir auch mit. Und das Auto nehmen wir auch mit, dann bist du erstmal da nicht so... Du weißt ja gar nicht, was du sagen sollst, Digga. Also, auch dazu kann ich wieder was sagen. Und zwar ist es richtig, da erstmal nichts zu sagen. Ja, völlig in Ordnung. Er hat hier nur die Pflicht, Angaben zur Person zu machen. Sollte möglichst auch gar nichts weiter zur Sache sagen. Muss er gar nicht. Und dieser Alkoholtest, den hätte er auch verweigern können. Da musste auch keiner mitmachen. Was dann aber passieren kann, ist, dass wenn die Polizei den Verdacht auf Alkoholkonsum hat, kann sie sehr wohl einen Bluttest anordnen. Und der muss nicht mal zwingend von einem Richter angeordnet werden. Das war früher so. Heutzutage kann auch die Polizei das anordnen. Man müsste auf die Polizeiwache mit oder direkt ins Krankenhaus und dort dann entsprechenden Bluttest machen. Kann auch lästig sein. Insofern war es wahrscheinlich clever, hier einfach mal kurz den Spucktest mitzumachen. Aber könnt ihr das einfach so machen? Guck, was ist denn quasi, wenn du gar keine Anzeichen hast? Nehmen wir mal an, du filmst das und du hast gar keine Anzeichen, irgendwas genommen zu haben. Und dann machen die gezwungenermaßen einen Bluttest mit mir. Und okay, du hast da tatsächlich irgendwie Alkohol im Blut oder so. Aber du kannst halt beweisen, dass du halt gar kein Anzeichen hattest. Dürfen die das trotzdem einfach? Ist ja auch dreist eigentlich, oder? Und dann ist er damit durch. Und einen letzten Ausschnitt will ich euch auch noch zeigen. Da geht es dann darum, dass die Polizei das Protokoll angefertigt hat. Und dann wollte, dass er das auch noch unterzeichnet, was da aufgeschrieben worden ist. Übrigens mir noch das Formular, das Protokoll gegeben und meine, sie hätte gerne eine Unterschrift, dass sie mir dieses Protokoll aushändigt. Aber ich sagte so, das ist mal dabei. Ausgehändigt und meinte, sie hätte gerne eine Unterschrift, dass sie mir das ausgehändigt hat. Habe ich gesagt, ich unterschreibe ich nicht. Hat sie das Protokoll genommen und draufgeschrieben, Unterschrift verweigert. Hat sie mir aber trotzdem gegeben. Und hat es mir gegeben. Das, ey, wie hohl ist das? Warum soll ich was unterschreiben, wenn sie es mir dann trotzdem einfach gibt? Ja, das macht. Ja, also ist möglicherweise nicht die
feine Art, ja, die Unterschrift zu verweigern, aber das durfte er. Es kann sein, dass es nicht gut macht, aber die fehlende Unterschrift, die führt jetzt nicht dazu, dass die Staatsanwaltschaft nicht ermittelt oder irgendwelche Strafnormen verwirklicht sieht. Also das dürfte kein Problem sein. Fazit, mal wieder ein abenteuerlicher Tag im Leben des Fritz Meinecke und sein Lappen ist jetzt erstmal weg. Er muss jetzt zusehen, ob er diesen Lappen wiederbekommt. Ich habe ihn übrigens gesehen auf Twitch. Wahrscheinlich ist das alles in diesem Zusammenhang passiert. Da waren einige große Twitch-Streamer, die sich mit Marius irgendwas mit A getroffen haben. Alzheimer-Kick, 3D-Stream gemacht haben. Und da war der Fritz Meinecke auch dabei. Da war er in Köln. Er hat nicht mal gewonnen. Wenn er wenigstens gewonnen hätte, hätte es sich auch gelohnt, nach Köln zu fahren. Aber so war es ja echt einfach unnötig. Wahrscheinlich, ne? Ist das genau in diesem angeschmiert. Marius angeschmiert. Da ist das offenbar passiert. Da habe ich hatte ihn nur gesehen, dass er in Köln ist. Und offenbar ist das alles so frisch. Deswegen kann es sein, dass er immer noch in Köln ist oder er sich eben entschieden hat, dann mit der Bahn zurückzufahren. Jedenfalls, ich kann dazu nur sagen, nach dem, was er jetzt hier schildert und sein Kumpel auch schildert, sieht mir vieles so aus, als wenn die Polizei damit nicht durchkommen wird. Und die Maßnahme mit Auto wegnehmen und ist schon ziemlich hart. Ich weiß natürlich nicht aus meiner Situation jetzt hier, was passiert ist an dieser Ampel und ob da... Wäre mal schön, wenn er noch sagt, ob man die Polizei irgendwie auf Schadensersatz oder so verklagen könnte. Alle beide mal ein bisschen Gas gegeben haben oder er wirklich nur versucht hat, eben vorneweg einen Schwenker zu machen. Aber ehrlicherweise klang mir das alles sehr plausibel und ich weiß auch nicht genau, wie die Polizei das noch anders gesehen haben will. Sprich, wir beobachten das Ganze natürlich weiter. Ihr habt uns gebeten, das einzuschätzen. Hiermit haben wir das gemacht. Belohnt uns gerne mit einem Abo damit. Wir werden den Fall auf jeden Fall weiter auf dem Schirm haben und schauen mal, ob der Fritz seinen Lappen wiederbekommt. Und nach meiner Einschätzung nach dürfte da nicht so viel dran sein, wenn nicht die Polizei eine ganz andere Variante noch aus der Tasche zieht. Ich danke. Ja, gutes Video. Kann man so machen.